Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, wir befinden uns immer noch in Gradwald und zwar hier unten in der Nähe von der Höhle der gebrochenen Siegel. Das ist in der Nähe vom Wegschrein des Grauen Morasts und da werden wir uns jetzt erstmal um diese Quest hier kümmern. Ich hole euch zurück, Fenir, sobald ich weiß, wie ich das anstellen soll. Sagt es mir nicht. Ihr gehört dem Dominion an, nicht wahr? Warum fragt ihr? Ich bin der Kapitän der Albatros, die unter eigener Flagge segelt. Wir haben eine Karte zu einem kaiserlichen Schatzhaus gefunden, die uns hierher in die Höhle der gebrochenen Segel geführt hat. Doch als wir versuchten, uns den Schatz zu holen, verebbte unser Glück mit den Gezeiten. Was ist geschehen? Wir sind es leid, unter eigener Flagge zu segeln. Wir hatten vor, den Schatz dem Talmor auszuhändigen, damit er uns zu Freibeutern macht. Aber Brauti Bluthai führte eine Meuterei an, nahm den Großteil meiner Mannschaft gefangen und entführte meine Frau. Sobald er den Schatz hat, wird er sie alle töten. Sorry, aber Brauti Bluthai? Ich könnte vielleicht helfen, aber ich muss erst noch mehr wissen. Natürlich. Ihr seid meine einzige Hoffnung, meine Frau aus den Klauen von Brauti Bluthai zu befreien. Ich erzähle euch alles, was ich über die kaiserlichen Todesfallen in dieser Höhle weiß. Warum hat Brauti Bluthai eure Frau entführt? Brauti Bluthai glaubt, dass sie auch die Geheimnisse der Wächter des Schatzes enträtseln kann. Er wird sie so lange am Leben halten, wie sie ihm nutzt. Oder bis er mich sieht. Er meinte, er würde sie sofort töten, falls ich mich blicken lasse. Dieser Bastard! Mit welchen Gefahren muss ich dort drinnen rechnen? Mit untoten Wächtern. Die Kaiserlichen müssen ihren Schatz wirklich dringend sichern wollen, wenn sie auf Nekromantie zurückgreifen. Oh, und achtet auf Fallen im Boden. Feuer, Stachelplatten. Ein falscher Schritt und ihr seid lamm am Spieß. Na toll, das sind doch gute Aussichten. Wie konntet ihr entkommen? Ich floh. Mein Schwertarm war nutzlos und tot kann ich meine Mannschaft auch nicht retten. Mir war nicht bewusst, dass nur so wenige entkommen sind. Aber ihr seid bei weitem nicht so angeschlagen, wenn ihr mir helfen würdet, meine Mannschaft und meine Frau zu retten. Nun, es muss ja nicht der ganze Schatz an Eldenwurz gehen. Das ist alles, was ich wissen muss. Ich werde in die Höhle gehen. In Ordnung. Ihr könnt die Höhle durch die alte Mine hinter mir erreichen. Oh, und falls ihr jemanden aus meiner Mannschaft seht, dann schickt ihn in diese Richtung. Wir werden mehr Leute brauchen, um die Meuterer auszuschalten. Ja, es geht hier um einen Schatz. Also wenn ich jetzt nicht mindestens 100.000 hier als Belohnung kriege, dann werde ich sauer. Warum muss ich ihre Füße sehen? Okay. Moment. Hier vorne ist etwas, was ich brauche. Also muss ich dich leider umbringen. Es tut mir leid. Eigentlich nicht, es ist eine Riesenfledermaus. Einmal das Tagebuch von Clement Willaume. Es kommt mir vor, als hätte ich vor kurzem auf der Albatros angeheuert. Aber es ist mehr als 2 Jahre her, dass ich den großen Eldenbaum das letzte Mal gesehen habe. Oder über einen Waldweg in Farmblatt gewandelt bin. Wenn ich daran denke, dass ich vielleicht mit einem Anteil an einem Schatz und einer königlichen Begnadigung zurückkehre. Meine Oma wird nicht mehr schlucken können, so angeschwollen wird ihre Zunge sein. Und Vater erst. Er wird einsehen, dass dieser Seefahrerunsinn doch keine Zeitverschwendung war. Ich kann mich noch an den ersten Tag erinnern, an dem er mit mir nach Anfurt gegangen ist. Er wollte mich wohl mit der Größe der Schiffe und dem Brechen der Wellen erschrecken. Aber ich hörte nur die Rufe der Möwen und die Unterhaltung der Seefahrer. So ganz anders als die Krähen und Raben vom Walenwald. Danach habe ich jede Gelegenheit genutzt, den Strand zu besuchen. Aber meine Mutter, sie hat immer an mich geglaubt. Auch als ich ihnen gesagt habe, dass ich Südspitz verlassen werde. Natürlich hat sie geweint, aber das machen Mütter nun mal, wenn ihre Söhne fortgehen. Aber sie hatte keine harten Worte für mich übrig. Ich hoffe, dass mein Anteil am Schatz ein paar Edelsteine oder Perlen beinhaltet, die ich ihr bringen kann. Ich glaube nicht, dass sie je eine Perle gesehen hat. Tja. Der Seemann scheint noch nicht lange tot zu sein. Seine Kleidung weist offenkundige Brandstellen auf und seine versenkte Hose ist mit seinen Beinen verschmolzen. Nun gut, wir müssen darunter, ne?
weiter unten. So, wer von euch geht jetzt hier noch auf mich los? Nein, die kommen gar nicht. Okay. Matrosin. Diese Matrosin scheint noch nicht lange tot zu sein. Ihre Beine sind von Stichwunden verunstaltet und beide Füße wurden sauber durchbohrt. Oha. Es sieht so aus, als wäre die Matrosin noch hierher gekrochen, bevor sie starb. Das sieht mir sehr danach aus, als ob sie in eine Falle reingetreten ist. Ihr stirbt mich hier gerade. Die nächste. Zu Hilfe! Ist da jemand? Hilfe! Die Matrosin scheint noch nicht lange tot zu sein. Ihr zerrissenes Hemd bedeckt kaum ihre mit Schnittwunden überzogene Brust. Schreckliche Krallen haben ihr den ganzen Rumpf zerfetzt. Ja, von wo kam jetzt? Von hier oben, ne? Das heißt, ich muss sie erstmal beseitigen, sonst würdest du mich wieder nerven. Noch einer. Hi, Bulak. Bulak, warte mal, kenne ich dich nicht? Ich ergebe mich. Wartet, ihr gehört nicht zu diesen meuternden Bastarden. Bitte, ihr müsst mir helfen. Wer seid ihr? Ein Seemann auf der Albatros. Es gab eine Meuterei. Brauti Bluthai hat uns gefangen und gezwungen, Fallen in dieser verdammten Höhle auszulösen. Wir fielen, einer nach dem anderen. Einige von uns sind geflüchtet, aber ich habe niemanden sonst aus der Mannschaft gesehen. Bis auf Nuttall, meine ich. Wer ist Nuttall? Er ist mein dressierter Affe. Ach so. Nun, er ist noch mehr als das. Als vollwertigen Mannschaftsaffen der Albatros lassen wir ihn schwer zu erreichende Knoten in der Takelage öffnen. Augenblick. Habt ihr irgendwen aus meiner Mannschaft gesehen? Wir können doch nicht die einzigen sein, die diesem Blutbad in der Höhle entkommen sind. Captain Linven hat mich gebeten, jeden, den ich finde, zum Eingang dieser Höhle zu schicken. Der Kapitän lebt? Bei Rajins Glück, das sind gute Neuigkeiten. Hört zu, Brauti Bluthai ist wild entschlossen, in die kaiserlichen Gewölbe hineinzugelangen. Wenn Kapitän Linven euch geschickt hat, um die Mannschaft zu finden, dann solltet ihr besser rechtzeitig dort auftauchen, ehe dieser blutrünstige Bastard sie alle umbringt. Wie seid ihr an den ganzen Fallen vorbeigekommen? Hier, nehmt diesen Beutel mit Dörrobst, werft etwas davon auf die Entschärfungsmechanismen. Dann erledigt Nuttall den Rest. Nur wegen dem kleinen Kerl habe ich es durch die Fallen geschafft. Passt ihr beiden bloß gut aufeinander auf. Ich gehe den Kapitän suchen. Wir lassen euch diese Sache nicht allein durchziehen. Ja doch, irgendwie schon, wenn du in die andere Richtung gehst. Aber gut, ich habe den Weg schon mal freigemacht. Allerdings kommen die Fledermäuse wieder, wollte ich nur gesagt haben. Aber ist okay. So, was soll ich da jetzt draufwerfen? Verwendet nun. Moment, Moment. Jetzt zeigt es mir an. So. Heißt das jetzt, er stellt das aus oder heißt das jetzt. Hat er das jetzt ausgestellt? Sicher? Er hat es ausgestellt. Okay. Na gut. Aber die Frage ist, ja, ich kann einfach so durch die Dornen durchlaufen. Dann ist gut. Moment, muss ich da... Für alle Ewigkeit gebunden? Was? Ist hier noch... Alter! Was ist jetzt los? Wieso sind die jetzt wieder aktiv? Hier ist noch eine Quest. Ja, die nehmen wir dann natürlich auch direkt mal mit. Ich bitte um Verzeihung, aber gehört ihr vielleicht zu den Lebenden? Alles ist so verschwommen. Oh,
ich spreche mit einer anderen Leiche, nicht wahr? Verdammt seien meine gespenstischen Augen. Ja, ich bin ein wandelnder Zombie. Nein, ich bin noch am Leben. Oh, den Sternen sei Dank. Ich bin seit unzähligen Jahren in diesen modrigen Katakomben gefangen. Ich bin hier durch ein mächtiges nekromantisches Ritual gebunden und ich wünschte mir sehr, dem wäre nicht so. Was für ein Ritual? Oh, ein simples Ritual, das entworfen wurde, um diese Anlage über Jahrhunderte hinweg mit Untoten besetzt zu halten. Doch dann beschlossen kaiserliche Magier, sich hier einzumischen, und das hat uns das Leben gekostet. Ich kann das Ritual beenden, aber ich finde einfach ihre Schädel nicht. Sie sind natürlich residuale Fokusse. Natürlich. Ich werde euch die Schädel besorgen, aber woher wisst ihr so viel über dieses Ritual? Nun ja, es war mein Ritual. Mhm. Drei kaiserliche Magier heuerten mich an, um verurteilte Gefangene in eine untote Streitmacht zu verwandeln. Im Kaiserreich war Nekromantie nicht gerade gern gesehen, müsst ihr wissen. Doch als die Zeit kam, das Ritual durchzuführen, haben sie mich zusammen mit den Gefangenen eingesperrt. Warum haben die kaiserlichen Magier euch betrogen? Diese engstirnigen Narren machten sich zu viele Gedanken um die politischen Konsequenzen. Sie glaubten, sie könnten das Ritual selbst kontrollieren und würden mich nicht mehr brauchen. Was für eine Arroganz. Sie dachten doch wirklich, sie könnten die Komplexität meines Konservierungsrituals begreifen. Was wollen Sie mit untoten Truppen? Untote müssen nicht essen, schlafen oder atmen. Sie sind die idealen Wächter für solch einen Ort. Und ich nehme an, dass ein geheimes Versteck nicht besonders geheim ist, wenn man alle 6 Monate die Truppen austauschen muss. Tja, ich schätze, daher kommt dieser mega schlaue Gedanke von einigen Leuten, dass Zombies ja auch ideale Truppen sein könnten. Das nur mal so am Rande. Ich meine, gut, sie müssen nicht fressen, außer vielleicht die Gegner und, ne? Also, von der Logik her ist es schon, aber es hängt natürlich noch wesentlich mehr dran. Welche kaiserlichen Magier? Wie lauteten ihre Namen? Aria, Teldius und ihr engstirniger Kommandant Musius. Als ihr unzureichendes Verständnis des Rituals uns vernichtete, haben sie unsere Seelen im Reich der Sterblichen eingesperrt. Vielleicht sollte ich ein Buch schreiben, die Zombie-Armee. Warum braucht ihr ihre Schädel, um das Ritual aufzuhalten? Weil sie dachten, die Grundlage einer nekromantischen Bindung wäre die gleiche wie bei einem Zauberzirkel. Stattdessen floss die Magie direkt durch ihren Geist und verwandelte ihre Schädel so in Fokusse. Ich kann diesen Kaskadeneffekt beenden, wenn ich ihre Schädel bekomme. Okay, da sorgen wir für. Ich gehe mal davon aus, dass der Schädel hier links ist. Oder der erste Schädel zumindest hier links ist. Ja, ja, das sind die... Hat er abgeschaltet? Ja. Das sind die 3. Wir müssen aber trotzdem noch darunter. Überraschung. Ich denke mal, ihr werdet mich sowieso stören. Ihr werdet mich auch stören, weil ich da... Nee, ich müsste da hoch. Gut, aber stören würden sie mich wahrscheinlich trotzdem. Könntest du mal nicht an mir vorbeilaufen hier? So. Dann komme ich da wieder zurück. Ich komme da wieder zurück. Muss geradeaus. Tag, ich muss mal eben hier vorbei. Da ist das andere. Na... Das mit dem Anvisieren ist immer so eine Sache. Oh, F hier nicht auf die Dornen treten, ne? Der war jetzt gerade ganz vorsichtig. So, das ist der letzte Schädel. Dann machen wir... Ja, ich wäre fast reingelaufen. Ich gebe es zu. Ich wollte eigentlich gerade sagen, dann machen wir die Sache mit dem Ritual als erstes.
Weil für mich ist es im Endeffekt... Ach, jetzt sind die wieder da. Für mich ist es im Endeffekt eine Quest, weil es halt ein Verlies ist, wo wir drin sind. Jetzt steht er da. Wieso steht er jetzt da? Hat er es aus? Ja. Ihr seid es wieder, nicht wahr? Habt ihr die Schädel? Verdammt, spreche ich wieder mit einer Leiche? Sieht immer noch nicht klarer. Nein, ich bin es. Ich lebe noch. Wunderbar. Wenn ihr mir nun einfach die Schädel aushändigt, kann ich die Wirkung des Konservierungsrituals umkehren. Wie genau händige ich einem Geist Schädel aus? Oh je, das vergesse ich immer wieder. Ihr müsst wissen, dass ihr seid, die mir geisterhaft erscheint. Dann müsst ihr das wohl übernehmen. Wenn ihr den Bewahrungsraum betretet, werdet ihr merken, dass ihre Geister in einem Nachhall ihrer letzten Augenblicke gefangen sind. Es sollte genügen, Schädel und Geist wieder zu vereinigen. Wo ist der Bewahrungsraum? Seht ihr das denn nicht? Ach ja, richtig. Die Wände. Mhm. Hier irgendwo gibt es einen Schalter, der einen Geheimgang öffnet. Ich erinnere mich nicht, wo er genau ist. Ansonsten würde ich euch suchen helfen. Ich musste mir schon eine ganze Weile keine Gedanken mehr um Wände machen. Ich werde den Schalter finden. Ich glaube, der würde den eh nicht sehen, ehrlich gesagt. Gut. Äffchen, tu noch mal eben deine Pflicht. Wir müssen auf die andere Seite. Also du kannst dann da bleiben. Ich komme rüber. Vielleicht, wenn du das mal entschärfst. Hallo? Aua. Puff. Deine Macht kommt immer stärker. Darauf haben wir uns nicht vorbereitet. Das ist zu viel Macht. Ich kann ihr nicht standhalten. Das stimmt etwas nicht. Sein Körper ist nicht wie die anderen. Ihr habt es getan. Ihr habt mich befreit. Ja, sowas mache ich hier nun wieder mal. Wobei ich jetzt nicht so ganz verstanden habe, wie ich jetzt mit die Schädel den Geistern zuführen konnte, wenn ich die ihm schon nicht geben konnte. Diese Narren dachten, sie wären Nekromanten. Aber in ihrer Ignoranz haben sie alle in dieser Einrichtung getötet und auferstehen lassen. Nicht nur die zum Tode Verdammten. Wenn dieser Ort nicht so gut versteckt wäre, hätte sich seine Wirkung sogar auf Gratwald ausbreiten können. Oha. Was werdet ihr jetzt tun? Ich weiß es nicht. Da das Ritual nun unterbunden ist, sollten die Untoten in dieser Anlage mit der Zeit dahinschwinden. Und was mich angeht, nun, ich schätze, ich könnte an die Magiergilde herantreten und nachfragen, ob sie vielleicht meine Dienste braucht. Ich bin sicher, dass ich schon etwas finden werde. Dann sollte er aber vielleicht vorher sowas wie eine Geisterbrille bekommen, weil er lacht schon selber, weil er kann die Leute ja noch nicht mal erkennen. Nicht, dass er da irgendwie mit Leichen redet oder sowas. Na gut. Okay, haben wir die Quest auch abgeschlossen. War da was leuchtet? Nee. Gehen wir hier erstmal wieder raus. So, mein Äffchen. Obwohl, das kann ich selber machen, ne? Entschärfen. Ach, jetzt steht eh hier schon wieder im Weg. Das ist so nervig, dass die immer wieder kommen. Ich meine mal... Ja, ist gut. Ich wusste, irgendwann werde ich mal drauf reinfallen. Ich wollte eigentlich sagen... Ach, Funke, du machst das schon. Warum kann ich das wieder nicht entschärfen? Hallo? Hallo? Darf ich mal eh drücken hier? Hallo? Äffchen? Ach, hier hinten. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, ich habe es jetzt gerade schon wieder vergessen, weil ich da reingelaufen bin. So. Ach so, genau. Es ist doch extremst nervig, dass die immer wieder kommen. Ich meine, gut, die sind jetzt untot. Da kann man es vielleicht noch nachvollziehen. Aber normalerweise ist das halt nicht normal. Normalerweise sind die halt tot und dann ist gut. Du bist aber schnell wieder auferstanden. Ich kann es nicht glauben. Frei. Du bist die Frau von der einen, oder? Ein uralter Liebesbrief. Oh, ich hoffe, dass das nicht die Frau war. Meine liebste Akonia, mein Herz ist kalt wie die Winterspracht.
Als ich hier stehe in schwarzer Nacht, die einzige seid ihr, als wüsste ich es nicht, die mir wiederbringen kann der Sonne Licht. Die Wellen, sie brechen sich am Strand, doch für nichts ich jemals so empfand. Wie für euch, ruft mich zu euch zurück, durch Zeit und Raum, ich eile für dieses Glück. Die letzte Glut des Feuers geht da nieder, und wie es war, so wird es wieder. Niemals wieder treibt das Meer mich fort, mein Herz ist bei euch. Und es bleibt auch dort. Euer geliebter Rogano. Centurio, 33. Kohorte, 2. Legion. Ach, der Arme. Aber es ist nicht die Frau, die wir retten sollen. Ich bin mir jetzt halt nicht sicher, ob das die eine ist, die wir jetzt gerade gerettet haben, oder ob wir noch woanders irgendwo einsetzen müssen. Das ist noch eine. Das sind zwei. Achso. Hallo, ihr seid frei. Ich schulde euch etwas. Ich bin frei. Okay, das eine war ein Mann. Entschuldigung. Ich habe ihn jetzt nur von hinten gesehen. Zuflucht, abschließender Bericht. Kaiserliche Zuflucht, Chimäre, Logistikbericht. Vorräte erhalten und katalogisiert. Die Magier versichern mir, dass ihre Bewahrungszauber die Nahrungsmittel Jahrzehnte frisch halten können. Die Wasserversorgung vor Ort ist gut, aber wir gehen kein Risiko ein. Wir haben genug Trinkwasser für 30 Tage normaler Verwendung, ausgehend von einem Kontingent unserer Größe. Unsere Disziplinaroffiziere haben die Fahnenflüchtigen abgeliefert, die zur Bewachung von Zufluchtschimäre abgestellt wurden. Sie dachten, dass ihre Eide sie nicht binden würden, aber das werden sie schon früh genug herausfinden. Wenn das Ritual von Decius abgeschlossen ist, versiegeln wir den Ausgang zum Meer hin wie geplant. Okay, dann müssen wir auf die gegenüberliegende Seite. Ja, geh weg, geh weg, geh weg. Links. Nee, links können wir nicht. Da. Das andere links. Mal da. Fuga, hast du mich jetzt erschreckt. Zufluchtwaffenbericht. Kaiserliche Zuflucht Chimäre Waffenbericht. Die 6 Katapulte wurden verzeichnet. Alle Belagerungswaffen werden gemäß der kaiserlichen Auflagen gelagert. Erwarten zusätzliche Munitionslieferungen. Einige der Feuersalze wurden durch den Transport unbrauchbar. Wir haben versucht zu retten, was zu retten ist, indem wir deren Behältnisse entlang der Zufahrtsdocks zum Trocknen verteilt haben. Trotz der Überreaktion einiger Truppführer. Der Meinung nach ist die Sicherheit der Truppen offenbar wichtiger als das Retten entscheidender kaiserlicher Vorräte. Ja, es wäre wohl die Meinung jeder. Ach ja, Sicherheit. Allen Offizieren ist eine Reihe von Freiwilligen zugeteilt worden, die Zuflucht Chimäre bewachen werden. Alle Freiwilligen werden heute Abend benachrichtigt und in den Bewahrungsraum gebracht. Bis dahin sollten alle schweren Arbeiten abgeschlossen sein, da die Freiwilligen nach Abschluss des Rituals zu nichts anderem mehr in der Lage sind, als die Einrichtung zu bewachen. Diese Fahnenflüchtigen werden schon noch sehen, warum ihre Bestrafung vertagt wurde. Okay. Was lachst du dich denn hier so kaputt? Ja, ja, ja. Ich beobachte dich. Ihr seht, dass Nutfall unglaublich aufgeregt ist. Er scheint bereits den Gang hinunter zu flitzen, doch er starrt euch weiter an. Ja, das sieht auch sehr irre aus mittlerweile. Dem Affen folgen. Okay, wir folgen dem Affen. Ja, da sind sie ja. Wo ist der Affe jetzt hin? Da. Ihr arbeitet schnell. Bulak hat uns gefunden und erzählt, was geschehen ist. Wir mussten nur der Spur aus Leichen und entschärften Fallen folgen. Bulak sagte, dass ihr nach dem Schatz gesucht habt, in den sich Braut die Bluthai so hineingesteigert hat. Habt ihr ihn gefunden? Es gab hier nie einen Schatz, sondern nur ein Versteck mit kaiserlichen Kriegsvorräten. Lasst mich diese Papiere einmal sehen. Bewahrungsraum? Oh nein. Braut die Bluthai hat nicht genug Meuterer, um die Albatros zu bemannen. Bulak meinte, dass er immer wieder von einer mageren Besatzung sprach. Ich glaube, er meinte eigentlich eine Mannschaft aus Skeletten. Kann er das tun?
Genau deshalb braucht er wohl meine Frau. Die Schrift auf der Rückseite der Karte von Fenir war verschlüsselt. Bis auf das Wort Konservierungsritual. Das muss es sein. Sobald sie das Ritual entschlüsselt wird, braucht die Bluthai meine Mannschaft in seine untoten Schergen verwandeln. Wie halten wir ihn auf? Als wir Bootsmann Fieren das letzte Mal sahen, bewachte er den langen Gang in die große Kaverne. Wenn dieser gerissene Bastard mich kommen sieht, wird er sich zurückfallen lassen und braucht die Bluthai warnen. Dann stirbt meine Frau. Was soll ich tun? Falls er nicht schon den Untoten zum Opfer gefallen ist, möchte ich, dass ihr ihn ablenkt, während wir uns vorbeischleichen und noch ein paar mehr Leute aus meiner Mannschaft befreien. Oh, Bulak wollte mit euch sprechen, bevor ihr geht. Aber wenn ihr sofort los wollt, dann treffen wir uns in der großen Kaverne. Genau, lass uns erstmal einen trinken gehen. Der Kapitän macht sich Sorgen um Fenir. Das sollte sie. Aber ich habe viel Zeit im Ausguck verbracht, damit ich immer weiß, was vor mir liegen könnte. Ich habe Hironi und Redir zuletzt in der Nähe der großen Kaverne gesehen. Sie könnten mehr über die Pläne von Brauti Bluthai wissen. Keiner davon ist ein Meuterer. Und ja, nachdem ich ihn angeklickt habe, habe ich auch festgestellt, dass sie nicht Kaserne gesagt hat. Taverne, so. Erzählt mir von Hirori. Sie war früher die Geliebte von Brauti Bluthai, aber sie haben sich getrennt. Es gab so viel Streit, dass der Kapitän sie auf getrennte Wachen legen musste. Sie ist immer anderer Meinung als er, deshalb gehört sie auch nicht zu den Meuterern. Aber Hironi weiß, wie er denkt. Sie könnte tiefere Einblicke haben, die uns abgehen. Was ist mit Raerdir? Er ist ein Nord, der mit Brauti Bluthai auf die Albatros kam. Aber er schwor dem Kapitän die Treue. Er weigerte sich, bei der Meuterei mitzumachen, als es dazu kam. Die beiden waren Axtbrüder oder sowas. Daher könnte Redir eine Ahnung haben, was wohl als nächstes kommt. Okay. Ach, das Ganze wird wohl noch ein bisschen länger dauern, so wie es aussieht. Moment, wir müssen hier raus. Natürlich stehen wir in Bewegung. Jetzt ist ein anderer hier. Ich dachte, ich wäre erledigt. Ihr irritiert mich irgendwie. So, hier noch. Optional tötet den Bootsmann. Machen wir doch. Ihr Stück Dreck! An mir kommt ihr nicht vorbei! Denkst du, was? Oh, hat doch ein bisschen Gold dabei gehabt. Das ist doch schon mal gut. Okay, dann gehen wir mal zur Kaverne. So, Jungs und Mädels. Habt ihr noch was für mich? Da. Gute Arbeit dort hinten. Nutal hat eine alte Öffnung gefunden, die in diese Kaverne führt. Mehr Kletterei als mir lieb war, aber wir haben es geschafft. Meine Mannschaft macht kurzen Prozess mit den Meuterern hinter uns, aber es sind noch viel mehr in der Höhle. Halten wir Braut die Bluthai auf. Abgemacht. Aber wir müssen ihn zuerst herauslocken, sonst wird er den Meuterern befehlen, meine Mannschaft zu töten. Und wenn er mein Gesicht sieht, ist Fenir so gut wie tot. Wir müssen diese Sache schlau angehen. Wie locken wir ihn heraus? Mit Feuer. Es gibt ein Fass mit Zunderpech an den Docks. Wenn ihr die kaiserlichen Kriegsvorräte an den Docks in Brand steckt, werden alle viel zu sehr mit dem Löschen beschäftigt sein, als dass sie sich noch groß um Brauti Bluthai kümmern könnten. Sobald er sein Gesicht zeigt, rammt ihr ihm eine Klinge hinein. Ihr wollt, dass ich das alles alleine mache? Hier, nehmt diese Pfeife. Blast einmal kurz kräftig hinein und meine Mannschaft wird euch helfen, gegen alle Meuterer zu kämpfen, die sich euch in den Weg stellen. Sobald sie erst einmal abgelenkt sind, halten wir euch die Meuterer vom Hals, während ihr Braut die Bluthai jagt. Viel Glück. Ja, danke, danke. Wobei ich das eigentlich nicht brauche. Also nicht das mit dem Glück, sondern dass die Mannschaft mir hilft. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das jetzt wirklich ablenkend ist.
So, da haben wir was. Dann da unten. Ich weiß nicht, was schneller ist. Weil eigentlich, ne? Sind wir mal ehrlich. Dauert ja nicht so lange, bis sie dann weg sind. Ist das bei denen hier? Oder ist das... Wo ist dieser Trottel? Ja, es ist bei denen. Was sagen, er hatte noch irgendwo einer Geld. So, dann sind das die... Ja, das sind die... Hallöchen! Nervig. So. Narren, was macht ihr hier draußen? Wir töten dich. Das war schon? Nee, das war's nicht. Moment. Das war der gar nicht. Der hat nur so getan. Sauerei. Ja, ihr geht mir sowieso auf den Sack. Das weiß ich jetzt schon. Ich hab mich gewundert. Ihr habt einen langen Weg auf. Mehr habt ihr nicht. Hat der Captain euch dazu aufgestachelt? Ja, ich sollte nicht immer direkt angreifen. Sollte mir erstmal die Texte anhören. Ich weiß, ich weiß. Okay. Dann müssen wir hier hoch. Ja, ne? Du wirst mich eh nerven. Aua. Wir müssen hier raus. Ah, du bist die Frau, oder? Ja, klar. Ihr versteht das nicht. Er ist verrückt. Er wird versuchen, die Untoten zu kontrollieren, bis er Erfolg damit hat. Brauti Bluthai ist tot. Dann ist es vorbei. Die Meuterer werden auf keinen Fall ohne ihn kämpfen. Gegen Ende machte er selbst seinen treuesten Seeleuten Angst. Habt ihr Kapitän Linwen gesehen? Geht es ihr gut? Sie hat mich geschickt, um euch zu finden. Den Göttern sei Dank, wenn ich die verfluchte Karte zu diesem Ort doch nur verbrannt hätte. Aber vielleicht gibt es hier noch etwas zu retten. Das Dominion wird eine Höhle voll mit kaiserlichen Kriegsvorräten zu schätzen wissen. Das sollte reichen, um eine volle Begnadigung und einen Kaperbrief zu erhalten. Eine volle Begnadigung? Wofür? Ihr müsst doch von unseren Überfällen entlang der Langküste gehört haben. Nun, das liegt alles hinter uns. Der Schatz wird unsere Weste reinwaschen, damit wir unser Können in Zukunft als Teil der Flotte der Königin unter Beweis stellen können. Wenn ihr mich jetzt bitte entschuldigen würdet. Ich muss meine Frau finden. Wir sehen uns draußen. Jo, haben wir hier noch irgendwas, was wir vielleicht lesen können oder so? Wir haben eine Truhe. Sehr schön. Eigentlich auch schön, dass das eine schwierige Truhe ist, wenn... Wenn mir dabei nicht immer grundsätzlich irgendwas abbrechen würde. Ich wollte es jetzt nicht aussprechen, aber... Naja. Moment, das können wir auch nicht. So. Leute, ich sehe hier gerade nicht so viel. Ah, da. Die Verräter haben ihren Kampf verloren, sobald ihr Braut die Bluthai getötet hattet. Ich hätte sie alle gehängt, aber Fenir sagte, dass einige dazu gezwungen wurden. Trotzdem brauchen sie eine Bestrafung. Was werdet ihr jetzt tun? Was wir von Anfang an vorhatten. Sobald wir Listen mit den Waffen und Vorräten hier angefertigt haben, legen wir sie dem Talmor vor. Falls ihnen gefällt, was sie sehen, werden sie uns Amnestie gewähren und uns zu einem Teil der Flotte der Königin machen. Fenir meinte, ihr wärt Korsan. Das waren wir auch. Aber diese Tage sind für uns vorbei. Ich hätte erkennen müssen, dass sie das für Brauti Bluthai niemals sein werden. Das Tragische an der Sache ist, dass er ein ausgezeichneter erster Maat war. Bis die Aussicht auf einen Schatz ihm wohl den Verstand raubte, schätze ich. Was werdet ihr mit den Meuterern machen? Die Rädelsführer werden gehängt. Und der Rest, der dazu gezwungen wurde? Sie können gehen, sofern meine Mannschaft nicht anderer Meinung ist.
Ich muss jetzt etwas Zeit mit Fenir verbringen. Schaut bei Bulak vorbei, bevor ihr geht. Er hat etwas für euch zusammengekramt. Das ist unsere Art, Danke zu sagen. Was meint ihr? Es ist vielleicht nicht viel, aber Bulak hat eine Belohnung zusammengekratzt. Wir können euch nicht direkt mit Katapulten bezahlen. Nicht, wenn uns das Dominion aufnehmen soll. Was ihr für uns getan habt, wir werden es nicht vergessen. Ja, Katapulte sind doch so ein bisschen unhandlich, ne, wenn man die ganze Zeit auf Reisen ist. Warum habt ihr euer Schiff Albatros getauft? Weil der Albatros der größte Unheilsbote ist, der mir einfiel. Der Anblick dieser Vögel jagt Seeleuten von einem Ende Tamriels bis zum anderen große Angst ein. Man könnte glatt meinen, sie wären dädrische Fürsten mit Flügeln. Warum nennt ihr euer Schiff nach einem Pechvogel? Ich wollte nicht, dass mein Schiff voller abergläubischer Narren ist, die ständig über Draugre unter den Wogen oder verfluchtes Gold in Schatzkisten jammern. Ich wollte eine standhafte Mannschaft, die bereit ist, Draugre über Bord zu werfen und uralte Flüche zu brechen, damit wir das Gold ausgeben können. Ja, der große Schatz, den werde ich dann wohl nicht mehr sehen. Der ist am anderen Ende. Warum habt ihr das getan? Brauti Bluthai war verrückt. Ihr habt dafür gesorgt, dass die Khajiit in Eldenwurz Gehör finden. Vielen Dank, Wandlerin. Gerne, gerne. Passt zwar jetzt irgendwie gerade so gar nicht zu dem, was jetzt passiert ist, aber... muss ich denn jetzt hier... Ihr werdet Löcher für euch selbst graben, bevor das hier erledigt ist. Es würde sich lohnen, den Kapitän zu hintergehen. Okay. Tessa. Ich kann nicht sagen, wo die Albatros als nächstes hinfährt, aber ihr seid immer an Bord willkommen. Keiner von uns wird vergessen, was ihr hier getan habt. Und Nuntal wird es auch nicht vergessen. Jetzt weiß ich, warum der mir so bekannt vorkam. Kenatis Rast, der mit der Mutter, wo er seinen eigenen Vater töten musste. Ich dachte, ja, nee, das ist aber nicht der gleiche. Ich freue mich, dass ich helfen konnte, ist nur seine Stimme. Uns das Leben zu retten, ist schon ein bisschen mehr, als uns einfach nur zu helfen. Wenn ihr uns das nächste Mal seht, sind wir Freibeuter. Nuntal und ich werden euch vermissen. Wir haben ein wenig zusammengelegt und das hier für euch besorgt. Ich hoffe, es wird euch gut dienen. Nee, warte mal, das war der gar nicht. Aber das war einer von Kinazis Rast, das weiß ich noch. Wir haben ein entschlossenes, einhändiges Schwert vom Set Syrabans Griff erhalten. Jo, und das war's dann auch für diese Folge. Da die jetzt doch extrem lang geworden ist, so im Vergleich, werde ich jetzt keine langen Reden schwingen. Ich werde mich jetzt aufmachen, aus der Höhle wieder rauszukommen. Und direkt in der Nähe der Höhle waren ja noch irgendwie ein oder zwei Quests, die ich noch machen muss. Deswegen werden wir uns da auf jeden Fall in der nächsten Folge wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.